In Schritt 1 gehen wir an die Stelle in deiner Küche, wo du den Toaster bauen möchtest. Machen hier so die Blöcke weg, setzen eine Stufe rein, machen hier hinter noch etwas Platz, so dass wir durch können. Nehmen uns einen Rüstungsständer, den stellen wir so hier rein. Ja. Nehmen uns einen Skelettschädel, setzen ihn so drauf. Schritt 2 ist folgender, wir nehmen die Farbe des Holzes, das du hier in der Küche hast, setzen es hier oben drauf. Nehmen eine Piste, die setzen wir hier so hinten, dass wir den Block nach unten schieben können. Einmal, zweimal, machen das Ganze wieder weg. So, dass der Kopf hier frei steht. Schritt Nummer 3 ist folgender. Wir nehmen einfach einen Rahmen, setzen den so hier drauf, dass das Ganze drumherum ist um den Skelettkopf. Nehmen jetzt einen Enderdrachenkopf, den setzen wir hier rein. Für Schritt 3 gehen wir hinten, machen hier neben alles frei, setzen so dort hinten einen Auswurfblock hin, hinter den Toaster, machen auf, packen unser Brot rein, nehmen uns einen Knopf, den setzen wir hier vorne dran und wenn wir Hunger haben, rücken wir drauf und schwubbel die Bubbel haben ein Brot, das wir essen können.